Okay, der ist ziemlich genau derselbe wie vorher auch. Jawoll, ja. Nice. So, da ist das nächste Schiff down. Das wird dem Endors mit Sicherheit nicht so sehr gefallen, kann ich mir vorstellen. Gute Show. Nun können wir weniger Angriffe erwarten. Ja, das ist Musik in meinen Ohren auf jeden Fall. Oh, da ist doch noch eine Rakete. Ja. Die wollen wir doch mal ganz schnell mitnehmen, bevor die unser Abwehrgeschütz hier zerlegt. Das ist ein etwas größeres Ziel. Doppelrakete, die sich jetzt... Ja, okay, ein Teil ist weg. Die hingen irgendwie da zusammen, so sah das aus. Aber gut. Jo, aber... Nice. Läuft gut. So, okay, da ist auch noch eine Basis auf dem Planeten. Dann wollen wir uns doch um die mal kümmern. Basisinfiltration hat er bisher noch gar nicht gehabt. Schalter unbekannt. Ziele 2. Okay, das ist der Eingang. Weiß zwar nicht, was mit diesen Schaltern soll, aber okay, wir wechseln mal. Lass mich dir erzählen, wie man den... Oh, Twin Blaster, wir haben ein Upgrade für unsere Waffe. Okay, erklärt uns jetzt, wie wir den Dinges da steuern können. Okay, das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an den Boss aus dem Meteor-Level aus dem Original Starwing oder Star Fox. Scheint kein Bossgegner zu sein. Was müssen wir jetzt eigentlich? Also Ziel ist das da. Okay, wir müssen doch erst dieses laufende Biester zerstören. Wow! Ah ne, Moment, da ist... Das scheint für so eine Art... War das dieser Schalter oder so? Der war auch irgendwie markiert, aber egal. Wir kümmern uns erstmal um dieses Ding hier. Okay, das Ziel steht da immer noch. Müssen wir das Ding nicht zerballern, oder? Ah, ne, okay, ah, das ist ein Schalter, okay. Ah, okay, und dann können wir jetzt da in die Basis rein, oder wie soll ich das verstehen? Ich denke mal ja, also ist ja eigentlich relativ eindeutig. Und unser Target zeigt uns ja auch hier direkt an. Dann gehen wir mal einfach da rein in die gute Stube. Kann ja nicht schaden, wenn wir unser Ziel schneller erfüllen. Hier kaputt. Da ist noch ein Schalter. Kann man den auch so betätigen? Können wir auch. Ah, okay, dann geht die Tür auf. Okay, machen wir auch mal kaputt. Und traben weiter fröhlich voran. So, hier ist auch wieder... Was ist das? Oh Gott. Jawohl. Sehr nett. Was ist dieses S dort? Das sollten wir vielleicht mal einsammeln, denke ich. Könnte nicht schaden. Ah, das ist ein Special Weapon. Okay, ja, die haben wir noch gar nicht benutzt. Ah, und das ist der Kern. Können wir den einfach so... Oh Gott. Oh Gott, die Framerate ist gerade mal richtig gut hier. Ja, aber wir haben's. So, damit hätten wir diese Basis auch ins Nirvana katapultiert. Also langsam
Ich weiß ja nicht, ob der Andros, der wird wahrscheinlich noch ein paar Asse im Ärmel haben, aber seine Flotten dezimieren wir ja gerade mehr und mehr. Wie kannst du jetzt wagen, mich erneut herauszufordern? Ja, okay, aber er schickt keine neuen Flotten nach. Oh, und das ist schon Venom. Ja. Ja, ich schätze mal, da werden ein paar große Überraschungen auf uns warten. 3 Ziele, also Schalter müssen wir betätigen, dann kommen wir in die Basis dort rein. Also das ist ein ähnliches Level wie das, was wir gerade eben gemacht haben. Ich schätze nur mal eine ganze Ecke schwieriger. Und für Venom sieht das nach einer ziemlich fröhlichen Welt aus, muss ich sagen. So hier mit dem ganzen Grün hier. Also anscheinend ist auf Venom doch wieder Vegetation eingekehrt oder so. Was eigentlich mal ist, dass es so ein... ja, der Planet ist ein komplettes Ödland. So. Wir betätigen mal Schalter Nummer 1. Verfolgt von ein paar nervigen Fliegen, die wir mal verhindern wollen. Jawohl, ja. Und der nächste. Da ist das nächste Ziel. Können wir auch zu Fuß hingehen. Riesiger Pilz. Okay. Ah, meinetwegen. Open, ja, geil. So. Venom ist ja eigentlich sonst immer das letzte Level. Mal schauen, was das hier ist. Könnt ihr mir vorstellen, vielleicht... Ja gut, hier drin wird es ziemlich eng sein, aber... Vielleicht sollte noch irgendjemand aus dem Star-Wolf-Team möglicherweise auf uns warten. Weil zwei Leute fehlen ja eigentlich noch. Das ist einmal... mein Gott, wie heißt der? Ist doch der Neffe von Andros. Ist der nicht Andrew oder so? Und dann natürlich Star Wolf selber. Ich glaube, Wolf O'Donnell heißt er mit Vollnamen, ne? Wenn ich mich nicht täusche. Just what I need to see, Star Wolf. Ich hoffe mal, der bleibt einfach zu Hause. So, ich schieß mal da in den Kern rein. Nee, das war nur ein. Ach, das war ein Schloss. Ich dachte gerade schon, das wäre jetzt der Kern. Das war es aber noch nicht. So, die beiden Türme lassen wir mal Türme sein. Das sieht nach dem Kern aus. Na gut. Mal so ein bisschen hier uns herumbewegen. Gutes Circle Strafing. Was ist das? Sieht aus wie so eine Medaille oder so. Aber die haben wir nicht mehr eingesammelt. Keine Ahnung, was das war. Vielleicht ein Collectible oder so. Keine Ahnung. Wir haben es verpasst. Naja, so, wir haben die Basis auf Venom zerstört und ja, Andros war nicht hier. Ja, Raketenangriffe von diesem Planeten wird es dann erstmal keine mehr geben. So, endlich. Andros Forces im Lylat-System sind besiegt. Mach weiter Druck, du musst Nendos neutralisieren und zwar ein für alle Mal. Okay. Oh Gott. Star Wolf wird dich jetzt vernichten. Ah, okay. Ja, gut. Da müssen wir dem nur mal zeigen, wo der Hammer hängt, hä? Wertlose Feiglinge. Ihr seid zwar. Ja, tut zwar so, als seid ihr tough, aber. Ja, Pepper hat euch getäuscht. Ich bin der beste Pilot im Lylat-System. Das wollen wir doch mal feststellen, Kollege. Er hat zwar ein ganz schickes Schiff, aber... Oh, und er kann sogar unsere Schüsse abwehren. Ja, okay, der ist wirklich nicht ohne. Ja, seine Gegner werden immer im Weltraumstaub zermahlen. Naja, das wollen wir doch mal sehen hier. Ja, Mann. Alle unsere Angriffe hat er abgewehrt, ey.
Oh, Meteorit. Asteroid. Ja, der ist nicht schlecht, muss ich zugeben. Und der kämpft ja sogar auch nur alleine. Wie das auch seine Kollegen gemacht haben. Oh. Ey, also. Jo, der hat gesessen. Ich bin beeindruckt, Star Fox. Du bist talentiert. Heute verliere ich, aber morgen werde ich dich zerschmettern. Ja. Träum weiter. Ah, du, ihr verdammten Narren, ihr seid komplett wertlos. Ja, da zieht er sich zurück und wir müssen direkt in die nächste Stage. Ja, mit der Grey Fox, okay. Ah, wir fliegen hier direkt in die Basis da rein. Ah, okay, ja. Jetzt haben wir mehr so ein klassisches Level. Oh Gott. Ah, scheiße. Ja, ich glaube, wir wechseln mal hier auf den Roboter. Das wird mir ein bisschen zu eng mit diesen steilen Kurven da durch. Oh, das sieht aus wie Lava, okay. Nehmen wir mal an, das ist nicht gut, wenn wir da drin rumlaufen. Oh, und das ist Schild. Ich habe es, glaube ich, nicht eingesammelt. Kann man hier irgendwie springen oder so? Hat doch vorhin eigentlich geklappt. Ah ja. Ah, jetzt haben wir den Schild eingesammelt. Okay. Na komm. Ach, shit. Ja, okay, wir haben ihn. Der Special Weapon nehmen wir auf jeden Fall auch mit. Oh, das Schild haben wir leider nicht mehr gekriegt. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie rüberspringen. Jawohl. Wow, ho, ho, ganz vorsichtig. Betätigen den Schalter. Und dann können wir hier raus. Drehen uns mal geschwind um. Mit einer gerade echt miserablen Framerate. Oh, scheiße. Oh, wir sind on fire. Das ist nicht gut. Oh Gott, das zerfrisst uns jetzt den ganzen Schild hier. Ah, okay. Jetzt hört's auf. So. Okay, jetzt versuchen wir mal durchzuschlüpfen. Komm, 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 komm. Jawohl. Noch eine von diesen dämlichen Türen. Das ist... Ja, das ist so eine Medaille. Keine Ahnung, was sie uns bringt. Ah, sie hat unseren Schild nachgefüllt, okay. Vielleicht ist das ein Checkpoint oder so. Oder ein Continue oder einfach nur was für die Scorecard. Ich weiß es nicht. Aber egal. Okay, wir gehen mal hier einfach nach oben weiter. Das Ding hier ist ja der reinste Garten, aber da wir von unten hergekommen sind und bisher immer gut gefahren sind, wenn wir nach Norden gegangen sind und das hier ziemlich gut gepanzert aussieht, nehme ich mal an, wir sind hier auf dem Weg. Nicht schlecht, nee, überhaupt nicht schlecht, Star Fox, sagt er. Das ist noch nicht sein letztes Gefecht hier, oder? Jawohl, der nächste. Noch einer, da sind noch mehr dran. Auf der anderen Seite wahrscheinlich. Na komm. Jawohl. Oh, und da ist unser Rubik's Cube-Freund. Keine Ahnung, was er da sagt. Hört sich an wie You Wretch oder so. Mehr so, als würde man das mit einer Schallplatte scratchen. Ja, war das jetzt sein letzter Auftritt? Der hat doch bestimmt noch wieder seine hässliche Fresse da im Petto oder so. Ja. Wir hören altbekannte Musik. Oh ne, der explodiert jetzt was?
Oh, beeindruckend. Aber deine Existenz endet hier. Ich werde dich zur Ruhe legen. Keine Sorge, es wird schnell gehen. Ja. Er hat wieder mal, ja, diesmal eine nicht ganz so hässliche Fresse wie im ersten Teil und er spuckt zum Glück auch nicht tausende von Blöcken auf uns, zumindest jetzt noch nicht. Ja, das klingt, als würde er sagen, you wretch. Keine Ahnung, aber. Okay, das eine Auge ist hinüber. Ich schätze mal, wenn wir beide kaputt haben, dann wieder seine Rubik's Cube-Form offenbaren. Ja, quasi wie im Original. Na komm schon. Ich habe keine Lust von dir, Sammelkarten zu haben. Und, haben wir ihn? Ich glaube, wir haben ihn. Ich glaube, wir haben ihn. Ja. Das sieht nach Explosion aus und Fluchtsequenz, die war... anscheinend nicht selber spielen, wie beim wahren Ende von Lilith Wars. Aber ja, wir packen's. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, wir sind am Ende des Spiels. Jo, wir werden Almos fast da nicht rausgekommen. Du musst einfach glauben. You just gotta believe. Oh, what a mission. Und was... Adios, Andros. Das hörte sich stark nach Falco an. So ein bisschen Sprachausgabe, verständliche Sprachausgabe hat man auch. Ja. Und sind wir jetzt bei den... Jo, wir sind bei den Credits. Ne, damit... oder ja, so ein Enemy Roll Call haben wir jetzt hier noch. Damit sind wir am Ende von Star Fox 2. Ja, sehr kurzes Spiel. Aber lebt natürlich wie die anderen Teile auch durch den enorm hohen Wiederspielwert. Ja, nämlich dadurch, dass wir so viele verschiedene Piloten auswählen können und verschiedene Schwierigkeitsgrade. Ich weiß auch nicht, ob das Spiel zufallsbasiert ist, wo jetzt welche Basen und wie draufliegen und sowas alles. Könnte möglicherweise auch noch sein. Aber ja, auf jeden Fall cooles Spiel. Da sehen wir auch schon Dylan Cuthbert, den ich vorhin schon angesprochen habe. Äußerst talentierter Programmierer. Der auch den Großanteil an dem FX-Chip hat. Da sehen wir auch Argonaut Software. Ja, schade, dass das Spiel damals nicht schon rausgekommen ist, aber immerhin haben wir es jetzt und man konnte es ja auch vorher, eine vollständig spielbare ROM gab es ja auch schon vorher. Ja, und das Spiel ist ja auch vor kurzem zum SNES Switch-Katalog mit hinzugefügt worden, sodass man es darauf jetzt auch spielen kann. Ich habe es da noch nicht angespielt. Ich nehme mal nicht an, dass man die Framerate da verbessert hat, aber... Naja, also ich habe jetzt durch das Spiel eigentlich echt mal Bock bekommen. Ich müsste mal endlich das Star Fox Spiel auf dem Nintendo DS mal spielen. Star Fox Command. Ich glaube, das gibt's ja auch auf der Wii U Virtual Console. Wäre eigentlich mal... angebracht, dass ich mir das da mal hole. Eventuell, dass es davon vielleicht auch nochmal in ferner oder noch fernerer Zukunft einen Walkthrough gibt. Und aber Dan Owsen, das ist übrigens der junge Mann, der in Super Metroid das Intro spricht. Jo. Und damit sind wir am Ende. Ja. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Wirklich gute Fortsetzung, muss man sagen. Und, oh, da kriegen wir noch eine Bewertung. Na gut, dann wollen wir mal schauen. Und wir machen das auf C-Rang, okay. Obwohl Cornelia keinen Schaden hat und wir kein Continue benutzt haben.
haben wir es ja nur auf dem C-Rang geschafft. Na gut. Ja, wir haben wohl ziemlich viel Zeit gebraucht, ne, weil da haben wir nur 243 Punkte kassiert und 100 war das Limit und wir sind bei 91. Ja, das hat unsere Wertung wohl ziemlich stark mit nach unten gezogen. Anscheinend. Aber gut, ja, fürs erste Mal würde ich mal sagen, war das gar nicht schlecht. Ne? Wir haben Andros zerstört. Wir haben das Ende gesehen, wir sind nicht gestorben. Und okay, ja, können wir uns hier noch in die Highscore-Liste eintragen? Und da oben sehe ich auch diese Medaillen da. Zwei haben wir davon eingesammelt. Jo, machen wir das mal mit unseren Initialien. Und dann würde ich ansonsten sagen, ja, da sind wir wieder beim Intro und ja, das war's ansonsten von meiner Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein, für Kommentare schreiben und fürs Interesse allgemein. Ich hoffe, ihr hattet soweit Spaß und ja, dann würde ich vorschlagen, wir machen Schluss und ich sage wie immer, tschüss, bis zum nächsten Mal und keep gaming.